Wunderschönen guten Morgen! Wir sind schon seit knapp 3 Stunden unterwegs auf der Autobahn. Wir sind also heute um 12 los. Warum sind wir so langsam? Könnt ihr jetzt nicht sehen. Wir haben unseren Twin-Trailer hinter Ruby und wir sind wieder mal auf dem Weg nach Nürnberg, weil ihr wisst ja, ihr wisst es noch nicht, außer vielleicht, wenn ihr uns auch auf Facebook verfolgt, aber wir haben ja nach der Messe in Nürnberg 2 Skidsteers von der Firma Fairmair geliefert bekommen. Einmal den CTX 100, was ja nachweislich der größte Skidsteer ist, der von der Firma Fairmair zu haben ist, und den 925. Beide zum Ausprobieren. Wir haben uns dann entschieden, den größeren zu nehmen, also den CTX 100, aus verschiedenen Gründen. Die Leistungsdaten sind sehr eng beieinander, aber der CTX 100 ist doch noch ein bisschen anders konstruiert von der Telemetrie des Arms und so. Das ist alles noch ein bisschen stabiler, ein bisschen besser ausgelegt. Der Hydraulikzylinder ist ein bisschen geschützter und so. Werde ich gerne mal, wenn euch das interessiert, näher drauf eingehen. So dass wir jetzt dann den 925er zurück nach Nürnberg bringen, die Vorführmaschine, und im Gegenzug dafür einen zweiten CTX 100 wieder mit zurücknehmen. Warum einen zweiten? Na, ganz einfach. Aus einem YouTube-Follower ist ein Freund geworden, nämlich der Hauke Kleinen. Mit dem habe ich schon seit 1,5 Jahren ungefähr Kontakt. Kennengelernt haben wir uns über YouTube, weil er eben auch so hier und da mal nach Ideen und Tipps und so gefragt hat und wir uns untereinander ausgetauscht haben, weil er eben auch ziemlich gute Ideen manchmal hat und wir so ein bisschen so gleich ticken, was Rigging angeht und so, nach dem Motto, umso größer, umso schneller, und uns da viel ausgetauscht haben. Und dann nach den Stürmen letztes Jahr war eben auch in Hamburg viel passiert und viel kaputt gegangen, und da bin ich das erste Mal zu ihm gefahren und habe ihn da unterstützt, und das hat eben gepasst, wir kommen gut miteinander klar und seitdem unterstützen wir uns gegenseitig viel. Er hat sich dann auch ein Vario geholt, natürlich auch von Auto Simon. Er hat den 540er Jensen Hacker hinterm Vario, was eine gute Kombination ist, wo wir ja auch mit angefangen sind. Jetzt haben wir ja den großen, den 425er, aber wir hatten auch zuerst den 540er, der meiner Meinung nach, auch wenn man so wie Hauke das nur nebenberuflich betreibt, völlig ausreichend ist. Ein super Hacker, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber Hauke setzt eben auch viel auf Effektivität, und deswegen hat er sich dann, als wir uns für den Skidsteer entschieden haben, dafür auch interessiert. Und ich kannte den ja schon aus Amerika, auch den großen. August hat ja auch den CTX, und ich wollte sowieso den großen haben. Hauke hat gedacht, naja, für mich reicht vielleicht der 925er. Und nachdem Hauke ein paar Mal mit dem großen bei uns gearbeitet hat, hat er sich eben entschieden, auch den großen zu nehmen, also den 100er CTX. Und jetzt haben wir halt dann gesagt, komm Hauke, dann nimmst du unseren CTX, den Vorführer, für einen guten Kurs, kannst den übernehmen. Haben also von Fairmair einen sehr guten Preis auf den Vorführer gekriegt und haben Hauke dann unseren Vorführer überlassen. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Nürnberg und holen uns unsere neue Maschine dann ab, für die wir im Übrigen auch einen sehr guten Deal gekriegt haben. Danke an Fairmair, echt fairer Preis, super Angebot, super Maschine. Werde ich euch gerne in dem Video vorstellen, wenn ihr möchtet. Wir haben natürlich vorher ausgiebig auch andere Skidsteers getestet, unter anderem den Giant D201, das ist der größte von Giant. Wir haben getestet den Toro Dingo oder Dino, ne? Ja, das ist eine Kettenmaschine, die eigentlich auch nicht schlecht ist. Wir haben uns aber bewusst, also eigentlich stand fest, wir nehmen eine Kettenmaschine. Nachdem wir den Giant, der auf Rädern ist, getestet haben, stand für uns eigentlich fest, es muss eine Kettenmaschine sein. Der Toro ist auch nicht schlecht, warum wir uns dann letzten Endes für den Fairmair entschieden haben, war einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Er hat halt doch nochmal die besseren Daten, er ist doch nochmal ein bisschen robuster und stabiler gebaut. Es ist kein Geheimnis, dass der Fairmair natürlich auch mit Abstand der teuerste von allen ist, aber es ist klar,
Opel ist ja auch billiger als Mercedes oder billiger, günstiger. Billig klingt immer gleich so abwertend. Opel ist auch günstiger als Mercedes und man muss sich eben überlegen, was man möchte und was man will und wie oft man das braucht und wofür man das braucht. Und dann kann man eben auch zum besseren, damit natürlich auch teureren Produkt tendieren oder eben auch nicht, je nachdem, was man möchte. Ich würde da niemanden zu irgendwas zwingen. Ich möchte auch nicht mehr großartig Urteile abgeben, da ich da in der Vergangenheit sehr mit angeeckt bin. Also es ist so, dass ich schon Hausverbote bekommen habe aufgrund meiner Videos. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Es ist so, dass ich Videos löschen musste, weil sich Hersteller von Produkten bei mir beschwert haben. Was ich ein bisschen lustig finde, weil wie gesagt, wir besitzen einen Presseausweis. Wir dürfen also durchaus unsere Meinung zu Produkten sagen. Wir lügen ja auch nie. Es ist vielleicht manchmal so, dass bestimmte Dinge nicht unbedingt vergleichbar sind. Natürlich kann ich eine 16.000 Euro Radmaschine nicht mit einer 25.000, 30.000 Euro Kettenmaschine vergleichen. Und dann sagen, die Radmaschine ist schlechter oder die Kettenmaschine ist schlechter. Natürlich hinkt das ein bisschen, das weiß ich. Aber es gibt nun mal nur diese Maschinen. Oder wir haben dann nun mal diese Maschinen getestet. Und wenn ich dann sage, das und das gefällt mir an der Radmaschine nicht oder das und das gefällt mir an der Kettenmaschine nicht, im Vergleich zu der anderen, dann muss man natürlich auch ein bisschen den Preis berücksichtigen und die Verwendung. Das ist klar. Aber letzten Endes muss man sich überlegen, es ist immer noch ein Test oder ein Vergleich zwischen den beiden Maschinen. Und ob die dann anders konstruiert sind und ob die dann preislich weit auseinander liegen, ist ja eigentlich meiner Meinung nach erstmal egal. Es geht ja darum, eine Maschine zu finden für einen bestimmten Zweck. Genau, ne? Da hat Tina recht. Es geht ja darum, eine Maschine für unsere Zwecke zu finden oder welche Maschine für uns die beste oder die bessere ist. Und da bin ich auch ein bisschen unabhängig vom Preis. Weil ich will ja eine Maschine haben, die passt. Und da ist es mir egal, ob die 10.000 Euro... Sind wir mal ehrlich, wir sind alle irgendwie in der Firma oder wir haben alle Firmen oder wir arbeiten für Firmen. Und wenn man mal ganz tief in sich reinhorcht, dann kommt es doch bei einer Firma bei 5 Jahre Abschreibungszeit letzten Endes nicht mehr auf 5.000 oder 6.000 Euro Preisunterschied an. Wenn man sich mal die Arbeitserleichterung so einer Maschine, wenn man das mal gegenrechnet. Wenn ich jetzt eine Maschine habe, die anstelle von 250 Kilo 600 Kilo heben kann und die ist nur 10.000 Euro teurer, die schafft ja aber auch mehr als das Doppelte. Das muss man sich mal überlegen und damit ist der Preis dann doch wieder gerechtfertigt, der mir als Unternehmer doch eigentlich sowieso scheißegal ist, weil ich das Ding durch die Bücher laufen lasse und das ist im Monat vielleicht ein Hunderter mehr Abschreibung. Wenn ich dafür aber mit der Maschine doppelt so viel schaffe, was ist denn dann ein Hunderter? So müsst ihr das mal sehen, Leute. Und nicht einfach nur, ja, du vergleichst gerade aber eine Radmaschine mit einer Kettenmaschine oder du vergleichst gerade eine 20.000 Euro Maschine mit einer 30.000 Euro Maschine. Das ist mir durchaus bewusst. Ich habe ja auch, wenn ich diese Vergleiche anstelle, die Überlegung, naja, muss es denn unbedingt die teure sein oder muss es denn unbedingt die große sein oder reicht auch die kleinere? Darum mache ich doch diese Tests und darum lasse ich euch auch doch daran teilhaben, an meinen Erfahrungen und an meinen Tests. Das Problem ist dann, wenn mir wirklich die Hersteller aufs Dach steigen oder ihr mir teilweise auch aufs Dach steigt, dann habe ich da keinen Bock mehr zu. Dann zeige ich in Zukunft nur noch, okay, wir haben das Ding benutzt, dann seht ihr ja, was die kann und was die nicht kann. Und wir nehmen dann die andere und dann zeige ich, was die kann und was die nicht kann. Aber ich werde mich dann in Zukunft hüten, da noch irgendwas öffentlich zu sagen. Weil wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, Hausverbote zu bekommen. Ich habe keinen Bock mehr, von Herstellern unter Druck gesetzt zu werden, weil sie um ihre Geschäfte und ihre Umsätze fürchten. Was ich irgendwo auch verstehen kann. Nur wie gesagt, da muss man in Anführungsstrichen so einen Schrott nicht bauen. Dann muss man seine Produkte verbessern und nicht einfach den Kritiker totschlagen. Das löst ja das Problem nicht, weil andere werden auch merken, wenn sie sich das Produkt kaufen, dass das eben nicht den Erwartungen entspricht, die man dann an ein solches Produkt stellt. Also wie gesagt, ich werde da in Zukunft vorsichtiger sein, obwohl ich eben Presseausweis besitze und obwohl ich eigentlich immer schonungslos ehrlich bin. Ich werde mich da in Zukunft zurückhalten.
Das müsst ihr mir nicht übel nehmen. Das ist einfach mir selbst geschuldet, sage ich mal, weil ich eben keinen Bock habe, weiter meinen Kopf hinzuhalten, nur für meine Ehrlichkeit. Nicht, dass mein Kanal irgendwann noch gesperrt wird oder dass ich von irgendeinem Hersteller noch eine Klage an den Hals kriege. Da habe ich keinen Bock drauf. Ihr könnt mich dann gerne privat anschreiben. Dann werde ich meine Meinung dazu sagen, wenn ihr drüber nachdenkt, euch irgendeine Maschine zu kaufen. Aber ich werde das leider nicht mehr, ne? Wir haben da zu viel Ärger und zu viel Repressalien. Ja, eingeschränkt auf jeden Fall. Also werden wir nicht mehr machen. Also tut mir leid. Sorry, wir werden weiter die Sachen testen, auch ausprobieren, auch die Videos veröffentlichen. Nur wir werden nicht mehr auf Details eingehen. Ich werde nur noch nackte Daten sagen. Also die Maschine hebt so viel, die Maschine hebt so viel. Ich werde da nicht mehr sagen, das ist Grütze oder das ist Kacke. So ehrlich werde ich dann doch nicht mehr sein, nicht mehr sein können, weil, wie gesagt, wir da schon ernsthafte Konsequenzen fürchten müssen und leider eben auch von euch oft genug da einen über den Deckel bekommen haben, dass ihr uns auch gesagt habt, ja, du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen. Gut, wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen. Das war nicht meine Absicht. Ich könnte das jetzt auf... Nein, ich will da auch nicht weiter drauf eingehen. Also begleitet uns heute bitte, wenn euch das Spaß macht, bei der Tour zu unserem neuen Skidsteer, den wir dann auch ausführlich weiter in Videos vorstellen werden, wenn euch das interessiert. Wenn ihr auch dann das Video von dem Giant oder von dem Toro sehen möchtet, werden wir das auch gerne schneiden und werden euch das veröffentlichen. Wir werden aber nicht, das habe ich ja gerade begründet, drauf eingehen, wieso, weshalb wir uns jetzt gegen die eine oder gegen die andere Maschine entschieden haben. Das könnt ihr mich gerne privat fragen, wenn ihr über den Kauf einer solchen Maschine drüber nachdenkt. Ich werde euch, wie gesagt, gerne die Videos zeigen, da seht ihr das dann selber. Wie gesagt, wir haben uns aus verschiedenen Gründen jetzt für den Marktführer entschieden, unter anderem, weil ich ihn aus Amerika kannte, unter anderem, weil Fairmare uns einen sehr guten Preis gemacht hat und naja, Ersatzteilversorgung ist gut. Wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg nach Nürnberg ins Zentrallager, können uns die Maschine da selbst abholen. Ich hoffe, ich darf da ein bisschen filmen. Und das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein zur Erklärung. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu und ich hoffe, euch gefallen trotzdem weiter die Tests und die Art unserer Videos. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare nochmal schreiben, worüber ihr gerne vielleicht nochmal einen Test oder ein Video oder wie auch immer hättet. Nur wie gesagt, auch Stichwort Twin-Trailer. Meiner Meinung nach, wir haben gerade noch einen neuen Twin-Trailer bestellt, den Dreiachser, den werden wir jetzt auch demnächst noch in dem Video vorstellen. Meiner Meinung nach der beste Anhänger, den es gibt auf dem Markt. Wie gesagt, auch immer noch überlegen, für welchen Verwendungszweck. Er ist halt, er spart halt einen Baumaschinentransporter und er ersetzt halt auch einen Kipper. Das heißt mal 2 in 1. Und wenn ihr mal guckt, was euch ein guter Baumaschinentransporter kostet und wenn ihr mal guckt, was euch ein guter Kipper kostet, mit hohen Schotten, mit Rampen, mit Elektropumpe, mit allem drum und dran, dann werdet ihr merken, dass ihr da auch ganz schnell bei 8.500 Euro seid, bei namenhaften Herstellern wie Böckmann oder Humbauer. Und das kostet der Twin-Trailer auch. Und ihr habt dann aber, wie gesagt, einen Baumaschinentransporter gespart. Wenn ihr den auf einen guten Kipper noch oben drauf rechnet, dann seid ihr teurer als der Twin-Trailer. Also wie gesagt, ich habe auch dafür viel Kritik einstecken müssen und werde deswegen auch nicht weiter darauf eingehen. Meiner Meinung nach ist der Twin-Trailer, wie gesagt, immer noch der beste Anhänger, den man sich kaufen kann für unsere Zwecke, weil er halt universell nutzbar ist. Ich mag das, wenn ich Maschinen einmal anschaffe und für mehrere Dinge nutzen kann. Aber wie gesagt, auch da habe ich mir den Mund schon verbrannt und musste Videos aus dem Netz nehmen aufgrund von Herstellerbeschwerden, nicht von der Firma Twin-Trailer. Im Gegenteil, die sind dankbar und froh über meine Videos, weil es natürlich auch eine gute Werbung für ihren Anhänger ist. Die haben das erkannt, dass man soziale Medien für sowas nutzen kann und auch YouTube für sowas nutzen kann und sind da jetzt auch selbst sehr engagiert, haben mittlerweile auch eigene Videos von ihrem Trailer. Sodass da eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit ist. Und ich betone nochmal, ich bekomme von keinem Hersteller Geld für irgendetwas. Das verbiete ich mir auch langsam, dass mir das oft genug unterstellt wird, dass ich das ja alles nur behaupte, weil ich von den Leuten dafür bezahlt werde. Nein,
Ich werde von niemandem für irgendwas bezahlt, was ich auch gut finde, weil dadurch kann ich eben meine freie Meinung sagen, weil ich eben mich nicht dadurch beeinflussen lassen muss, dass ich jetzt irgendjemanden gut dastehen lassen muss, weil der mich für irgendwas bezahlt. Ich brauche niemanden gut dastehen lassen, weil ich eben für nichts bezahlt werde, sondern ich kann weiter frei meine Meinung äußern und kann eben auch dadurch auf negative Dinge hinweisen, die mir bei Produkten auffallen. Bei dem neuen Twin-Trailer finde ich zum Beispiel sehr gut, dass der jetzt, was ihr in meinem Nürnberg-Video gesehen habt, Seitenmarkierungsleuchten hat. Er hat abklappbare Reflektoren. Er hat einen Kill-Switch, was ich sehr gut finde. Also er hat ein verstärktes Stützrad nochmal durch eine Strebe, was meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig ist. Aber Twin-Trailer hat es dran gebaut. Sie verbessern also ihr eigenes Produkt, obwohl mir als echt Extremanwender des Twin-Trailers, wir schonen das Ding wirklich nicht und er ist jeden Tag im Einsatz, und wir fahren gerade etwas über 100, wir fahren gerade auf der Autobahn mit etwas über 100, was man gar nicht verraten darf, aber es ist nachts um 3, es ist kein Arsch außer uns unterwegs, also wenn wir uns 5-mal überschlagen, ist das unser eigenes Problem, nur der Twin-Trailer liegt hinter uns wie ein Brett, der bewegt sich überhaupt nicht und das, obwohl dann fast 2 Tonnen Skidsteer drauf verzurrt ist, ja, also das ist natürlich auch der Breite geschuldet, es ist ein 2 Meter breiter Trailer. Das ist natürlich auch dem tiefen Schwerpunkt geschuldet, den er hat mit der 12 Zoll Bereifung, was du bei vielen anderen Baumaschinentransportern nicht hast. Die haben 15 Zoll Bereifung und haben die Reifen unterm Trailer und sind dadurch sehr, sehr hoch. Was man ja auch immer merkt, dass man diesen Kippmoment hat, wenn man zum Beispiel mit dem Minibagger da drauf fährt. Was man bei dem Twin-Trailer überhaupt nicht hat. Der hat 10 Grad Böschungswinkel, da fährst du so hoch, da hast du diesen Kippmoment nicht. Das Ding ist extrem flach am Boden, hat dadurch einen extrem niedrigen Schwerpunkt, liegt super hinterm Auto. Aber wie gesagt, ich habe deswegen schon einen Haufen Ärger bekommen von anderen Baumaschinentrailer-Herstellern und von anderen Anhängern-Herstellern. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Ihr seht das ja, das Ding ist bei uns laufend in Gebrauch. Wir hätten den nicht laufend in Gebrauch, wenn er nichts taugen würde. Alle Maschinen, die wir benutzen, die sind bei uns erprobt, die haben sich bei uns bewährt. Und deswegen benutzen wir die und deswegen haben wir die. So wie der Mercedes Vario. Wir fahren keine Sprinter, weil Sprinter sind okay, aber die sind halt wesentlich anfälliger als zum Beispiel ein Vario. Der ist älter, ist aber ein Trecker, ist unkaputtbar. So, leider baut Mercedes sowas nicht mehr. So dass man halt dann eben die alten restaurieren und wiederherstellen muss für teuer Geld. Okay, wie gesagt, das soll es gewesen sein nochmal. Zur Erklärung, warum, wieso, weshalb bestimmte Videos entweder gelöscht worden sind oder wir bestimmte Sachen nicht mehr machen, wie zum Beispiel negative Sachen an Produkten ansprechen. Werden wir nicht mehr. Wir werden die Videos jetzt ein bisschen allgemeiner halten, damit ich da nicht weitere Repressalien zu fürchten habe. Es tut mir leid, aber es scheint in dieser kontrollierten Welt nicht anders zu gehen. Okay, dann sehen wir uns dann im Hellen. Im Zentrallager von Fairmair wieder. Bye bye, bis denn. Fast da. Wir werden wohl noch einmal ein bisschen zutanken müssen. Sollten wir so in einer knappen Stunde sollten wir da sein. Jetzt bin ich gespannt. In 250 Metern. Da ist der Meer. Fairmair. Da steht's, wir sind da. Da winkt einer. Nach hinten hin. Alles klar. Super. Oh ja. Oh ja. Hier sieht das gut aus. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Wir können auch noch eine Fräse mitnehmen. Ja. Jo, angekommen jetzt beim Zentrallager von Fairmair Deutschland. Auch schon ganz freundlich begrüßt worden. Sieht hier echt genial aus. Hier steht also echt jede Menge Spielzeug rum.
direkt zum Verlieben, muss man sagen. Freie Auswahl. Alles, was das Herz begehrt. Glück, da hier so viele Maschinen stehen, dass man hier auch noch mal den 925er und unseren 100er direkt nebeneinander stehen hat. Und hier sieht man schon, also die Telemetrie vom Arm ist ganz anders, auch der Verlauf der Schläuche und wie der Arm aufgemacht ist. Ne? Hier sieht man, hier läuft halt hier der Zylinder lang, der ganze Arm ist dünner, die Schläuche hier vorne, das ist auch alles ein bisschen anders. Ja? Das sieht man also deutlich. Ja, ist viel massiver, Schläuche anders verlegt, vorne anders. Hier, wie gesagt, die Abstützung, hinten die Abstützung der Zylinder ist hier verbaut. Dann der Kommandostand ist noch was anders. Also hier habt ihr den Zigarettenanzünder, aber hier ist der Gashebel eben mechanisch. Und bei diesem hier ist der halt über so einen Knopf hier. Dann habt ihr hier die Digitalanzeige. Die ist beim 925 nicht vorhanden. Also auch wenn auf dem Blatt Papier die Maschinen sehr eng beieinander liegen, haben wir uns dann eben doch für den 100er entschieden, weil er von der ganzen Optik her, von der Aufmachung her doch ein wenig oder gewaltig massiver daherkommt. Und von daher haben wir dann gesagt, okay, ne, hier kann man auch auf die Kontergewichte verzichten. Hier sind also Kontergewichte dran. Und da bin ich dann wieder bei dem Thema, die paar Euro mehr, also was sind 6.000 Euro auf 5 Jahre Abschreibung, da macht es dann den Kohl nicht mehr fett. Ja? Da kann man dann auch definitiv die größere, höherwertigere Maschine nehmen. Man sieht das hier auch. Die Haube und alles, also es sind schon zwei grundsätzlich verschieden konstruierte Maschinen. Beide von den Leistungsdaten her, wie gesagt, sehr eng beieinander, aber das ist dann doch der CTX 100, wenn man sich dann also wirklich zwischen den beiden entscheidet. Ruhig die paar Euro mehr in die Hand nehmen und die größere Maschine wählen. Bei den Stubbenfräsen bin ich mir halt noch nicht so einig. Wir haben hier die 852. Wir haben ja das Vorgängermodell gehabt, da war hier oben die Kühlung und so noch nicht verbaut. Und wir haben hier die 552. Das sind auch zwei sehr ähnliche Maschinen. Aber eben, wenn man sich da mal die Details anguckt, sieht man sofort die Unterschiede. Ne? Hier ist ein Rohr verbaut, Hydraulikantrieb, hier ist ein Vierkant verbaut. Also es gibt da doch schon Unterschiede, wenn man eben ins Detail geht. Und da muss man halt eben entscheiden, ob man die paar Euro mehr in die Hand nimmt und sich direkt dann die größere Maschine mit mehr Leistung holt. Leistung kann man nie ersetzen, außer durch noch mehr Leistung. Das ist ja, klar. Naja, du bist ja gut versichert, ne? Muss wahrscheinlich erstmal ein Stück rückwärts. Ja, okay, oder so.
getauscht. Ich hoffe auch, der kleine Einblick da bei Fairmair über den Platz hat euch gefallen und euch interessiert. Wie gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht mehr alles zeigen und so. Der eine, sonst hätte ich jeden Mitarbeiter fragen müssen, ob er damit einverstanden ist, dass er gefilmt wird. So habe ich mal kurz geschwenkt, das war in Ordnung. Da habe ich vorher gefragt, als wir auf dem Platz gefahren sind, ob ich mal so rüberschwenken darf und vielleicht so mal die ein oder andere Maschine filmen darf. Das durfte ich, das habe ich erlaubt bekommen. So gesehen unkritisch. Finde ich auch ganz toll und ganz nett. Wie gesagt, wir haben jetzt die beiden Maschinen getauscht. Wir besitzen jetzt zwei Fairmair CTX 100. Einer läuft, wie gesagt, in Hamburg beim Hauke Klein. Einer läuft dann jetzt in Zukunft bei uns, wenn dann der Grapple noch kommt. Also wir haben jetzt bis jetzt nur einen Grapple, weil wir den eben direkt von der Messe mitgenommen haben. Das war der Vorführer. Wir warten dann jetzt noch, dass für unsere Maschine dann auch der Grapple kommt. Der wird dann aber nachgeschickt. Da müssen wir dann zum Glück nicht nochmal extra hier ganz nach Nürnberg fahren. Cool, so. Wir machen uns jetzt auf die knapp 700 Kilometer Heimreise und hoffentlich sehen wir uns dann bei einem der Testvideos oder wo wir das Ding das erste Mal dann ausprobieren. Wir haben da schon ein Video, wo wir den Vorführer testen. Vielleicht kommt das auch zuerst. Keine Ahnung, die Zeit wird zeigen, was als erstes abgeloadet wird. Und die Zeit wird auch zeigen, beziehungsweise eure Kommentare werden entscheiden, ob wir dann die Tests vom Giant und vom Toro überhaupt noch zeigen sollen. Oder ob euch das gar nicht mehr interessiert und ob ihr nur den Fairmair sehen wollt. Oder ob euch auch der nicht interessiert, das weiß ich ja nicht. Ich finde das nur so lustig, wenn ich manchmal Dinge zeige, die gefordert worden sind, so wie der Innenausbau von meinem LKW. Da sind ja genug Kommentare gewesen, hey, zeig das doch mal. Und ausgerechnet das Video kriegt dann, keine Ahnung, 21, 25 Daumen runter bei 140 Daumen hoch. Und die anderen Videos, wo ich eigentlich nicht wirklich was vom LKW gezeigt habe, sondern nur so ein bisschen, wie wir in einer Werkstatt den Aufbau drauf gemacht haben und so, die haben dann komischerweise 6 bis 8 Daumen runter bei 200 und irgendwas Daumen hoch. Da bin ich dann manchmal schon ein bisschen verwirrt, weil wenn ich euch das zeige, was ihr sehen möchtet, was ihr in den Kommentaren ansprecht und ihr kriegt es dann und ich kriege dann aber Kritik in Form von Daumen runter, dann verstehe ich nicht, was ich falsch gemacht habe. Also nochmal meine Bitte, nicht einfach nur ich finde das scheiße, sondern auch reinschreiben in den Kommentaren, warum, wieso, weshalb euch jetzt ausgerechnet das Video, was ja von der Masse gefordert worden ist, nicht gefällt. Das muss ich ja wissen. Okay, wie gesagt, Nürnberg ist cool, Fairmair ist cooler und bis zum nächsten Mal.